Herzlich willkommen, Leute, zu einer weiteren Spielevorstellung. Heute geht es um Tribal Wars 2. Und wie ihr direkt unten sehen könnt, ist das ein produktplatziertes Video. Das heißt, ich bekomme für die Vorstellung von TW2 etwas Geld. Das Ganze ging so Hand in Hand mit der Forge of Empire Kampagne. Und ich möchte euch Tribal Wars 2 jetzt mal im Vergleich dazu zeigen, da es ja so ein bisschen in einem anderen Zeitalter spielt, beziehungsweise ein bisschen anders aufgebaut ist. Ja? Finde ich ganz nett in der Hinsicht. Ich glaube, das liegt mir hier sogar ein klein bisschen mehr als Forge, aber wir schauen mal rein. Das ist das Tutorial, ja. Dies ist euer Dorf. Bevor ihr anfangt, euer Reich auszubauen und andere Dörfer in eurer Provinz einzunehmen, solltet ihr euch zunächst auf das Ausbauen eurer Gebäudetruppenverteidigung konzentrieren. So, übrigens, auch das sei nochmal gesagt, den Link zum Spiel findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist free to play. Und jetzt abgesehen mal von den produktplatzierten Videos, schreibt mir doch gerne auch mal in die Kommentare, welche Spiele ihr in der Art so zockt, wenn euch dieses Genre an sich interessiert, wenn ihr mal auf der Arbeit nebenbei zockt oder abends im Bett oder sonst wo, wenn ihr solche Spiele spielt, was spielt ihr so und ist Tribal Wars was für euch? Ist das ein Titel, den ihr schon kennt? Und wenn nicht, wie gesagt, schaut ihn euch mal an. So, ja, klick auf das Hauptgebäude, das ist ja einfach. Dann betretet das Hauptgebäude. Oh, nice. Achso, okay, dann öffnet sich ein Menü. Ihr benötigt Rohstoffe, um Gebäude zu bauen und auszubauen. Ja, das ist ja auch klar. Hauptgebäude sollen wir erstmal ausbauen. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Und für Echtgeld kann man es halt pushen. Beziehungsweise nicht für Echtgeld, sondern in dem Fall für Kronen. Die Kronen sind hier wieder dieses Stilmittel, womit man die Zeit überspringen kann. Das kennen wir ja auch. Und jetzt sollen wir erstmal eine Kaserne bauen. Dürfen wir jetzt aussuchen, wo die Kaserne hinkommt? Nein, die Sachen sind festgestellt. Boosten werde ich das jetzt nicht, weil die Kaserne relativ schnell ging. Sondern jetzt sollen wir Einheiten rekrutieren. Das heißt, wir schließen das Fenster des Hauptgebäudes wieder, gehen in die Kaserne rein. In dem Fall kennt man das. Es öffnet sozusagen die Menüs der einzelnen Gebäude. Proviant benötigt, Einheiten gibt es nicht gratis. Ihr benötigt Rohstoffe, um sie zu rekrutieren. Möchten sie auch etwas essen, deshalb halt Proviant bereit. So, wir wollen den Speerkämpfer hier ausbauen. Wie heißt er genau? Heißt er Speerkämpfer? Und ja, das machen wir jetzt. Man kann maximal 5 bauen. Hier ist so ein Schieberegler. Und dann rekrutieren wir die. Dann dauert das wahrscheinlich auch ein bisschen. Oder sind die sofort da? Wie es aussieht, sind die sogar sofort da. Speerkämpfer, gut gemacht. Ah, es dauert etwas, bis eure rekrutierten Einheiten bereit sind. Das kennen wir natürlich, ne? So, hier oben sehen wir unsere Einheiten. Wir haben also ein paar... Sind das Speerkämpfer schon? Also wie es aussieht, haben wir nur Speerkämpfer. Und gehen mal hier in meine Übersicht. So, hier ist übrigens jetzt wieder diese Weltkarte, beziehungsweise die, ja, eine Provinz, ist eine Provinzkarte, kann man so sagen. Auf jeden Fall, andere Dörfer haben wir halt nebenbei. Rot sind andere Spieler. Ah, okay, wir haben doch schon andere Spieler in der Nähe. Und Barbaren sind halt NPCs. So, greift ein Barbarendorf an, das geht ja relativ simpel. Wir schicken Truppen rein, kennen wir ja, ne, ist ja das übliche System. Hier können wir aussuchen, wie viele, nehmen wir alle, ja. Kann man zwar mehr verlieren, aber ist nun mal sicher, ich bin ja immer einer, der in der Hinsicht aufs Ganze geht. Also ihr seht schon, die Anlehnung dieses Spiels ist so ans Genre irgendwie gebunden. Also die laufen alle so ziemlich ähnlich ab. Jetzt muss man natürlich nur schauen, was ist so das Zeitalter, in dem man sich am besten ja, wiederfinden kann, beziehungsweise in welchem man sich am besten identifizieren kann. Und ja, dann sucht man sich am besten das aus, was einem gefällt. Hier muss ich sagen, das ist so mit das Zeitalter, was mir am besten gefällt. Wir hatten ja schon eins, was so ein bisschen eher in diese Wüstengegenden geht. Und schiffsfahrtmäßig hatten wir ja auch schon. Und wer mich Minecraft spielen sieht, der weiß, dass ich ein sehr, sehr guter Burgenbauer bin. Und deswegen passt mir das hier eigentlich ganz gut, weil das ist so das Zeitalter, was ich in Spielen wirklich am liebsten spiele. Jetzt, da das Tutorial gemeistert hast, solltest du dich mit anderen Aspekten des Spiels vertraut machen. Lass uns mit den wertvollen Rohstoff anfangen. So, hier sehen wir, was du brauchst. Erreiche Gebäudestufe 1 für den Holzfäller. Gibt dann hier ein bisschen was. Können wir also noch nicht machen. So. Jetzt müssten wir zurück eigentlich wieder gehen. Da wollen wir ja nicht rein. Ich will ja die Quest machen. Das heißt, ich gehe wieder in mein Dorf. Ich hoffe, das geht so. Holzfäller. Sehen wir den hier irgendwo? Oder ist das one? Da unten ist der Holzfäller. Und machen wir mal Menü öffnen. Hauptgebäude öffnen.
Hauptgebäude. Moment, jetzt lesen wir nochmal die Quest, dass wir da hier keinen Fehler machen. Erreiche Gebäudestufe 1 für Holzfäller. Okay, was heißt das? Betritt dein Hauptgebäude und überprüfe die Stufe des Holzfällers. Baue deinen Holzfäller aus. Okay, wir gehen also ins Hauptgebäude. Betreten. Suchen den Rockefeller, das ist hier. Und bauen den erstmal. So, das dauert jetzt, denke ich, ein bisschen. Da unten wieder gebastelt. Ihr seht, der Holzfäller wird gebaut. Und damit winkt hier auch schon eine Belohnung. Wir haben ihn ausgebaut und haben Baukostsenkungen. Sind jetzt hier bei der nächsten Quest, ja, Holzfäller. Es gibt drei Rohstoffe, Holz, Lehm und Eisen. Okay, du wirst sie brauchen, um bauen zu können und Einheiten zu rekrutieren. Zu Beginn des Spiels wirst du Holz benötigen. Sehr viel Holz, das kenne ich. Baue die Stufe des Holzfällers aus, um die Holzproduktion zu steigern. Mache ich das jetzt hier? Steigere deine Produktion um 20%, aber das ist nur ein Buff. Das heißt, das geht alles vom Hauptgebäude aus. Oh, Entschuldigung, das war jetzt irgendwie nicht geplant. Das heißt, wir gehen wieder hier drauf, suchen Rockefeller, ja, und bauen den auf Stufe 2. Das dauert ein bisschen, aber hier muss ich nicht pushen, das geht relativ schnell. Hier unten würden wir mehrere Sachen gleichzeitig sehen. Haben den also auch ausgebaut, kassieren 100 Holz. So, die Lehmgrube. Lehm wird hauptsächlich für Gebäude verwendet. Du wirst sehr viel Lehm benötigen, um ein Dorf weiter auszubauen. Baue deine Lehmgrube aus, um deine Lehmproduktion zu steigern. Die Lehmgrube ist hier unten, kann man einfach wahrscheinlich anklicken. Vielleicht geht das hier so ein bisschen quick bei. Ansonsten wieder Hauptgebäude betreten, Lehmgrube suchen, da ist sie, bauen lassen. Ja, und da ich mich ja auskenne wie so ein Fuchs, bauen wir auch die Eisenmine, damit wir die auch schon mal am Start haben. So, wir haben die Lehmgrube gebaut, schließen. Ja, und da ist die Eisenmine, ja. Bau die Eisenmine aus, gibt 100 Eisen. Ich bin aber auch ein gerissener Hund, ne, was solche Games angeht. Hey, schon Fuchs, ja. Neue Questreihe. Der Bauernhof. Erreiche Gebäudestufe 2 für den Bauernhof. Wir also wieder hier rein. Bauernhof haben wir hier oben schon. Wollen aber auch Level 2 ausbauen. Da können wir auch gucken, was der so macht. Er kann mehr Proviant lagern. Ja, ihr seht hier, da wieder dieser Balken wird dann gepusht. Ja, der braucht schon ein bisschen länger. Das boosten wir in dem Fall. Kostet 3 Kronen. Wir haben noch 50. Von daher wird er geboostet. Wäre sonst 1,5 Minuten, hätte es gedauert. Deswegen sind gerade solche Spiele so die Games, die man nebenbei gerne zockt. Und deswegen auch die Frage an euch, was zockt ihr? Gefällt euch sowas? Spielt ihr sowas selbst? So, wir rekrutieren Axe-Kämpfer. Ja, um Axe-Kämpfer zu rekruten, gehen wir in die Kaserne, denn da gibt es natürlich den guten Shit. So, und wo sind Axe-Kämpfer? Da, können wir nicht machen. Stufe 5 benötigt Kaserne, wirklich? Klicke auf die Schaltfläche Shop Inventar in der Menüseite am unteren Bildschirmrand, um auf dein Inventar zu greifen. Gegenstände wie jene, die du durch Quests erhältst, werden hier aufbewahrt. Die meisten können direkt im Inventar benutzt werden. Okay. Aha, verwende Gegenstand Holzbooster. Jetzt Shop Inventar. Holzbooster haben wir hier einen. Du hast momentan im Besitz einen. Erhöht 7 Tage lang die Holzproduktion in deinem Dorf. Okay, das ist so ein Boost, ja. Muss man immer schauen, wir benutzen den jetzt. Weil die Quest es halt so verlangt. Sind halt so Ingame-Booster. Dafür kriegen wir 20 Axe-Kämpfer. Das heißt, die mussten wir nicht bauen, die haben wir bekommen. Holz, Lehm und Eisen werden in den Speicher aufbewahrt. Seine Kapazität ist begrenzt. Rohstoffe, die du nicht unterbringen kannst, gehen verloren. Okay, das ist klar. Deswegen muss man den Speicher ausbauen. Erreiche Gebäudestufe 2 für den Speicher. Wo ist unser Speicher eigentlich? Hier unten sieht noch sehr billig aus. Ja, wir brauchen aber mehr Platz, weil wir verdammt viel Holz lagern werden. Das dauert jetzt eine Minute und ich denke, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn wir darauf warten. Ja, und so funktioniert halt Tribal Wars, ne? Das ist immer so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, jetzt allgemein. Die finde ich ja ganz nett. Ich habe euch aber auch letztens schon mal gesagt, dass es eigentlich nicht so mein Genre ist, wofür ich meine Freizeit gerne gebe, was ich persönlich freizeitmäßig gerne spiele. Damals habe ich sehr gerne solche Spiele gespielt. Heute fehlt mir leider so ein bisschen die Zeit dafür. Das ist wirklich so was Chilliges, was man nebenbei macht. Wenn ich jetzt noch Fernseh schauen würde, glaube ich, wäre so ein Spiel wirklich was für mich. Weil dann würde ich das nebenbei machen, mit dem Tablet. Auf einem kleinen Rechner oder sonstiges. Finde ich ganz geil. Was halt hier cool ist, worauf ich hinaus wollte, ist, dass hier so viele Leute auf einem Server spielen und so ein bisschen passiv interagieren, ja. Die spielen gegeneinander und miteinander, auch wenn sie halt nicht gleichzeitig gerade am Game arbeiten. Man greift wen an, man plündert wen und so weiter und so fort. Man versucht sich auszubauen. Das finde ich eigentlich ganz geil, die Idee, die dahinter steckt. Und ich vermisse so ein bisschen selber solche Spiele, weil ich es damals gerne gezockt habe, ja. Deswegen, wie gesagt, das ist wirklich für mich, würde ich gerne noch wissen, spielen die Leute solche Games noch? Ja? Ist das noch aktuell? Das würde mich einfach wirklich interessieren. So, hier müssen wir einen Kampf kämpfen. Erreiche Gebäudestufe 3 für den Holzfäller. Das geht ja. Holzfäller ist immer gut. Der wird geboostet, Alter, wie kein zweiter.
So, worauf ich dann noch sagen möchte, oder worauf ich dann noch hinaus möchte, das Spiel ist kostenlos. Der Link zum Game ist unten in der Videobeschreibung. Das ganze Video, die Vorstellung ist produktplatziert. Ja, nehmt mir das in der Hinsicht nicht übel. Ich nehme solche Angebote gerne an, wenn ich auch nur im Entferntesten weiß, die Spiele taugen auch was. Das ist auch sehr wichtig. Es gibt auch wirklich Games, da kann man kaum Spaß rausschlagen. Ja, manche Spiele sind auch relativ schwierig oder sonstiges. Das möchte ich euch auch gar nicht zeigen. Ich sage euch hier ganz ehrlich, ich bin kein Fan von solchen Spielen, weil ich die Zeit nicht habe. Ja, hätte ich die Zeit, würde das Ganze anders aussehen. Ich habe damals solche Spiele gespielt, da gab es noch keine Bilder. Ja, sowas wie zivile Attacks oder so, wer es noch kennt. Und ich finde, das ist einfach eine feine Sache, um auch solche Spiele mal wieder zu präsentieren. Denn mittlerweile hört man doch eh nur noch von AAA-Titeln und Co. Und solche Spiele fallen irgendwo unterm Scheffel. Ja, schaut einfach mal selbst, ob das Zeitalter euch liegt oder ob die Games für euch liegen. Wie gesagt, kostenlos. Es ist ein Versuch wert. Und wenn es euch nicht gefällt, ja, dann gefällt es euch nicht. Ist doch auch nicht schlimm. So, wir werden auf jeden Fall noch ein paar zu diesem Spiel machen. In der Zeit werde ich ein bisschen Holz ansammeln. Dann wird mein Lager wahrscheinlich auch voll sein. Wir pushen die Lehmgrube noch auf 1. Das geht Gott sei Dank immer schnell. Hier, das machen wir, glaube ich, das machen wir noch fertig. Die Lehmgrube, Lehmgrube 3. Oh, sogar noch ein. Die ist jetzt erst Level 2. So, pushen wir direkt auf Level 3. Es dauert ein bisschen länger. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat und wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet, dann gebt noch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.